Salol. Und zwar habe ich den ersten Pro am Start, die Jenny Zienert, und ich habe da mal zwei Fragen. Jetzt hallo Jenny. Und zwar wollte ich dich mal fragen, wie du mit deiner Leistung in der letzten Saison zufrieden warst. Nicht mit der Platzierung, sondern mit deiner persönlichen Leistung. Also mit meiner Leistung war ich so wie immer eigentlich wirklich super zufrieden. Auf dem Mr. Olympia war meine absolute Bestform und das Ergebnis für den achten Platz, also die beste deutsche Athletin oder ich glaube auch europaweit beste Figurathletin, war für mich einfach Respekt. Dankeschön, war auch für mich eine Bestätigung dafür, dass wir alles richtig machen. Deswegen war ich zufrieden, aber ich glaube, zufrieden ist ein Wort für einen Profisportler. Ganz genau. Das gibt's gar nicht. Du siehst dich und denkst dir, nee, das muss besser werden. Das geht noch besser. Genau. Deswegen, ich war zwar zufrieden, ja, aber weiß auch, dass noch... Sorry. Nichts passiert. Das ist live. Aber weiß auch, dass noch mehr geht. Da kommen wir dann zur nächsten Frage. Also erstmal Respekt. Deine Form war wirklich überragend. Und der achte Platz ist wirklich... Hammer. Unglaublich. Ja. Eigentlich nicht unglaublich, sondern den hast du dir verdient. Ja? Aber meine Frage ist, was tust du jetzt oder hast du getan in der Offseason oder vielleicht in der Diät, um noch besser zu werden, um eventuell noch weiter nach vorne zu kommen? Erstmal nicht jeden Monat einen Wettkampf machen. Okay. Das heißt einfach mal wirklich mindestens 4, 5, 6 Monate einen Überschuss haben an Kalorien, weniger Stress. Härter trainieren, es geht immer noch mehr. Doch, es geht, ne? Es geht, ja. Es geht immer noch mehr. Man und vor allem auch die Art und Weise, wie man sein Training gestaltet. Man kann immer noch was besser machen. Ne? Man kann an den Schwachstellen, wie zum Beispiel mein Langlauf besser werden. Okay. Ne? Man kann immer noch schauen, hey, was kann ich an der Technik noch besser machen, ne? Um sich dann auch wieder zu steigern. Irgendwie, man lernt auch immer wieder noch mal mehr Muskelgefühl. Ja, ne? voll. Ja. Okay, super, das freut mich sehr. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und jetzt kommen wir zum nächsten Profi. So, und schon haben wir den nächsten Profi da. Grüß dich, hi. Lena, wie geht's dir? Hi Manuel, freut mich. Sehr gut geht's mir und dir? Ja, ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Fragen stellt man nicht im Internet. Ja, genau. Du warst gerade kurz so. Ja, genau. Meine Frage ist, wie warst du mit deiner Leistung in deiner letzten Saison zufrieden? Ich vergleiche mich halt immer mit dem Vorjahr. Man kann ja deutlich sagen, gerade wenn man jetzt den Olympia ansieht, da war ich dann im letzten Callout vor 2 Jahren und letztes Jahr dann im dritten, also ja. Platz 14 war es. Wow. Und allein mit der Leistungssteigerung bin ich absolut zufrieden. Ich sage auch Top 15 war es mein Ziel und das habe ich erreicht. Nee, wirklich, also sehr respektabel. Hast du dir auf jeden Fall verdient, ja. Meine Frage ist jetzt, man ist ja nie zufrieden als Bodybuilder, ja? Man versucht sich ja immer zu steigern. Ja. Was genau hast du jetzt getan, vielleicht in der Offseason, oder was wirst du tun in der Diät, um dich zu verbessern, dass du noch weiter nach vorne kommst? Also muskulär muss ich mich auch einfach noch verbessern, aber es ist jetzt voll langweilig. Klar, okay, muss ich mich muskulär verbessern, aber ich will jetzt ganz speziell noch mal sagen, dass ich mein Posing verbessern möchte. Oh, okay. Weil, Posing in dem ich, Fall. Ich bin jetzt nicht schlecht im Posing, also in der Präsentation. Weil ich finde es schon sehr feminin und ja, schön. Ja, genau, aber der Körper verändert sich von ja. Saison zu Saison. Und ich habe bemerkt, ich muss jedes Jahr meine Posen neu stellen, um einfach meine Stärken neu hervorzuheben. Und dass man auch Posing auch dranbleibt, dass man ja. immer was verbessern und verändern kann, genau. weil der Körper sich auch verändert. Und ich sag mal, was ich diese Diät auch noch intensivieren möchte, dass ich schaue, wie sich meine Form entwickelt und dass ich ein bisschen ausprobiere, was das Posing angeht. Was sieht okay. wirklich gut aus, wie kann ich meine Stärken noch mal besser hervorheben und das möchte ich verbessern. Hast du da jemand an deiner Seite, wo dir da hilft, wo dir eventuell sagt, ah, dreh die Hüfte noch ein bisschen so? Weiß, manchmal sieht man das ja selber nicht ganz so gut. Ja. Hast du da jemanden? Man muss sagen, auf Olympianiveau ist es natürlich nicht so einfach, einen guten Coach zu finden, ja. der einen dann auch unterstützt, weil ich könnte jetzt zu einer Olympia-Athletin gehen, aber macht man ja bislang doch nicht. Ja, ja. Das heißt, falls da jemand einen coolen Tipp hat, vielleicht jemanden aus Amerika auch ja, noch ja. was ich mache, ich hole mir auch Feedback von Judges ein, das heißt, ich schicke denen Bilder zu, ich ja. frage, wie soll ich mich am besten stellen.
danke ich dir vielmals. War sehr nett und viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. So, jetzt haben wir den nächsten Hype-Video da und keinen geringeren als Steve Bentin. Grüß dich, Steve. Ja, yeah, hallo. Wie geht's dir? Ja, gut geht's. Gut hier. Timo ist immer gut. Ja, der Hammer, oder? Ja, gut geht's, gut. Du, ich habe eine Frage. Deine letzte Wettkampfsaison, wie warst du mit der zufrieden? War nicht so gut. War nicht so gut. Also ich meine nicht die Platzierung, sondern mit dir selber, mit deiner Form. Ja, war nicht so gut. War zum Schluss ein bisschen ausgelutscht. Okay. Zum Schluss war ein bisschen lang. Die ging halt sehr lang. Ja, war zu lang und da war nicht so gut. Aber du kommst ja jetzt wieder zurück. Ich komme doch. Du wirst dich verbessern. Ich komme noch, ich gebe mir Mühe. Knüppelhart. Auf. Versuch. Ja, versuch kann man nicht. Ja. Aber du weißt, was ich richtig bin. Du bringst dann lieber die Angst. Ja. Mal sehen, wie man mit der Körper reagiert. Genau. Ja. Du wirst auf jeden Fall dein Bestes geben. Ich werde dich wieder anfeuern können. Ich denke, ich habe da schon so einen Termin im Kopf, aber... Ja, machst du da halt mal für uns. Ja, du weißt klar. Oder? Ja, aber den Körper schaffe ich noch nicht. Mal sehen. Ja. Ja, ich hab mal auf Season machen und dann... Du bist noch jung. Ja, du hast Zeit. Schau mal. Ja, wenn ich das in meinem Alter hinkriege. Ja. Bist auch noch jung. Ja, ich glaube an dich. Die Community glaubt an dich. Das ist lieb von dir. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, genau. Viel Glück. So, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir Michael the Box da. Grüß dich. Hallo. Und zwar habe ich eine Frage an die IFBB Pros. Wie warst du die letzte Saison mit deiner eigenen Leistung und deiner eigenen Form zufrieden? Ja, mit meiner eigenen Leistung und mit meiner eigenen Performance war ich sehr zufrieden. Vor allem, man kann nicht immer alle Faktoren kontrollieren, aber mit denen, die ich kontrollieren konnte, war ich sehr zufrieden und folglich auch mit dem Ergebnis. Super, super. Sehr gute Einschätzung oder sehr gute, gesunde Selbsteinschätzung. Die Frage ist jetzt für die kommende Saison, wann auch immer die ist, ja, was tust du, um das Paket, was du schon hattest, zu toppen? Eigentlich das, was jeder gute Bodybuilder machen sollte, nämlich konstant weiterarbeiten und nicht nach dem heiligen Gral zu suchen, jawohl, sondern immer wieder, also es sind nicht die Dinge, die du ab und zu mal tust, die dich gut machen, sondern es sind die Dinge, die du immer wieder jeden Tag perfekt machst, die dich gut machen. Und Bodybuilding ist ein Marathon, kein Sprint, ja. Ganz genau. Und deshalb letzte Saison reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist falsch gelaufen, ja, das Falsche eliminieren, aber im Grunde einfach immer wieder das Gleiche tun und versuchen, es besser zu machen als letztes Mal. Super, ich danke dir vielmals. Gerne. Ich wünsche viel Erfolg und viel Glück. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Super, sehr angenehm. So, und am Peak stand den nächsten Kandidaten. Grüß dich, Chris. Dankeschön, hi. Alles gut? Ja, passt, danke. Bei dir ganz offensichtlich okay. Auch alles gut. Okay. Ich habe zwei Fragen an dich. Die erste wäre, deine letzte Wettkampfsaison, die war ja schon als Profi, ne? Wie warst du dort mit deiner Leistung zufrieden? Mit deiner Form und deiner Leistung, nicht die Platzierung. Ja. Also leistungsmäßig war ich zufrieden. Okay. Mir wurde gesagt, mir fehlt Fleisch, aber das kommt über die Jahre. Ja. Aber ich wurde auch abgewertet, weil ich zu hart war. Nein. Der erste, der abgewertet wurde, weil er zu hart ist. Ja, das war in London so und in Alicante. Okay, krass. Ja. Also wenn ich Diät mache, dann mache ich 120%. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da nur 85% machen soll. Oder ja. Okay, jetzt wird es schwer. Die zweite Frage, die ich jedem Profi stelle. Und bei dir wird die Antwort höchstwahrscheinlich ganz anders ausfallen. Was machst du, um jetzt verbessert zu kommen? Was machst du, um verbessert zu kommen? Wenn du nicht so hart sein darfst. Ja, du vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe mein letzte Vorbereitung, das letzte Video, bevor ich uns bin, habe ich mal schon gezeigt, was ich alles geladen habe. Ja. Also es war an dem Morgen noch vor dem Wettkampf. Der Wettkampf war so 13 Uhr. Gegen 8 Uhr habe ich das Frühstücksbuffet komplett gebündelt. Von 10 Nutella Toast, über 2-3 Donuts, über Eier, über Köln. Einfach gegessen, was ich wollte. Ja. In der Nacht gab es noch 3 Eis, eine Packung Pringles. Wenn ihr es nicht glaubt, checkt auf jeden Fall mein YouTube-Video ab. Ich wollte gerade sagen, da seht ihr es, es ist bewiesen. Und ich weiß nicht, ob ich dann gleich früher anfangen soll, so zu essen.
gelassen, aber. Ja, ja, schauen wir mal. Ich danke dir vielmals und ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. So, noch immer am Peakstand und wir haben den nächsten IFBB Pro für euch. Grüß dich, Philipp. Hi, wie geht's dir? Soweit alles gut. Super, klar. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Gerne. Deine letzte Wettkampfsaison. Wie warst du da mit dir selber zufrieden? Also mal ganz abgesehen von der Platzierung, sondern mit deiner Entwicklung, mit deiner Form. Ich persönlich war sehr zufrieden. Ich habe das erste Mal seit 8 Jahren einen Coach wieder gehabt. Ich war beim Kevin Gippert. Ah, okay. Und die Zusammenarbeit hat sich sehr bemerkbar gemacht. Deswegen Form verbessert, Gewicht zugelegt. Ich war sehr zufrieden. Oh, super. Das freut mich. Du wirst ja bestimmt wieder starten. Du wirst nicht in Rente gehen. Das ist der Plan. Okay. Und was tust du, um deine Form zu verbessern für den nächsten Wettkampf, damit du erfolgreicher wirst? Also der Plan ist auf jeden Fall, die Klasse voll zu machen. Okay. Letztes Mal hatte ich noch 6 Kilo offen. Die müssen erstmal gefüllt werden. Ja, klar. Ich nehme mir ein bisschen Zeit nehmen dieses Jahr. Sagen, 6 Kilo sind natürlich auch eine Hausnummer, ne? Machst du nicht mal eben. Ja. Und ja, deshalb wird gegessen. Okay, super. Willst du uns verraten, wann deine nächste Saison geplant ist oder ist es noch geheim? Es ist noch nicht konkret, deshalb Anfang nächsten Jahres denke ich aber mal, könnt ihr wieder mit mir rechnen. Ja, freut mich sehr. Vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut. Danke. Ciao.